konntest du einen Vertrag unterschreiben, das konntest du bei seiner Zeit und konntest als Privatmann Gladiator werden. Oh, was mache ich denn heute? Leben ist langweilig. Bin ich Gladiator. Dann ist es einen Vertrag unterschreiben, 35 Jahre. Wie Leben auf Tod ist egal, hier ist sowieso nichts los in Trier und so weiter. Konntest du machen. Das Problem ist nur, wenn du das tatest, dann bist du infames. Infames bedeutet, du bist weniger wert als ein Sklave und in der sozialen Schicht stehst du noch unterhalb eines Sklaven und hast keinerlei Bürgerrechte, sobald du unterschrieben hast. Du bist, genau wie alle anderen Menschen, nichts wert, die mit ihrem Körper Geld verdienen. Dazu zählen im Römischen Reich Prostituierte, Schauspieler, Gladiatoren. Diese Menschen zählen zu einer sozialen Schicht, mit denen keiner was zu tun haben will. Und deshalb ist so eine Anonymität ganz nett. In der Arena bist du Leo, Hercules und was weiß ich, wie du dich ja nennst. Und draußen bist du Hans Wurst oder Hans Müller. Und keiner kann sagen, ach, was du bist der Typ da in der Arena, du hast einen Vertrag unterschrieben. Bitte, geh weg, wir reden nicht. Teilweise wandten sich sogar die eigenen Familien von den Angehörigen ab und sagten, wenn du meinst, du müsstest hier Gladiator machen, ja? Bitte, zieh aus. Nicht mit uns, was sollen die Leute denn denken? Deshalb ist Anonymität wichtig gewesen und deshalb auch dieses Visier. Das ist aber, was Augustus machte. Er gab die Visiere. Er gab den Gladiatoren die Möglichkeit, Bürgern als Gladiator zu kämpfen. Er reformierte die Gladiatur, fügte die ganzen 126 Gattungen da mal zusammen und machte die ein bisschen kleiner und übersichtlicher. Und er öffnete auch staatliche Gladiatorenschulen. Die größte Gladiatorenschule ist in Rom gewesen. Wer schon mal da war, der weiß, diese Schule hatte 5000 Gladiatoren pro Jahr in Ausbildung. Eine kleine Privatarmee. Ich gebe den Helm hier mal rum. Den darf jeder mal hochhalten. Aufsetzen bitte nicht, das dauert zu lang.